Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Crastorio, wo wir letztes Mal zwei neue Technologiekarten an den Start gebracht haben. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht, ja, aber wieso geht's da nicht vorwärts mit der Forschung? Wir haben auch unser Labor-Setup umgebaut. Aber wenn wir hier reinschauen, sehen wir, die haben keinen Platz für die neuen Kärtchen. Drum, alles zurück auf Anfang. Wir brauchen neue Labore. Und zwar habe ich die hier oben schon mal an den Start gebracht. Ich habe so den Verdacht, dass wir inzwischen noch nicht genügend haben, um da irgendwas substanziell zu machen. Ja, da sind wir immer noch dabei, die KI-Kerne für das erste Labor zu sammeln. Gut, während hier hoffentlich ein paar Labore gebaut werden, mache ich mich mal auf den Weg und schließe dieses Feld an, damit wir da diese rohen Metalle abbauen können. Zwischenzeitlich habe ich 4 von den Singularitätslaboren. Die sind recht groß. Und wenn wir hier mit einer Kiste arbeiten wollen, das so machen. Wie sieht's dann mit Beacons aus? Nicht ganz so kompakt wie das andere Setup. Hier müssen die rein. Und dann Strom. Und wenn ich jetzt das hier so kopiere, dass wir ein bisschen ein Muster reinbringen. Müssen wir nach unten. Voilà. Und dann brauchen wir sicherlich davon noch was. Und Strom. Und dann
Ja, da brauchen wir die unteren Karten gar nicht mehr. Also das heißt, die hier und die hier. Produktion, Zubehör, Optimierung, Materie und dann fehlen uns noch zwei. Das mache ich da überall mal rein. Und jetzt läuft die Forschung los. Und können wir das Ganze nach hier erweitern? Ja, können wir. Und das wird ein Zeitchen dauern, bis wir hier alle Labore haben. Aber das sollte uns für die Forschung helfen. Nun aber, was ich heute eigentlich geplant habe. Bisher haben wir die KI-Kernproduktion gerade so minimal für das, was wir gerade so brauchen. Aber die werden wir für künftige Anforderungen in größeren Mengen benötigen. Drum brauchen wir erstmal mehr Salpetersäure. Wir haben hier oben ein kleines Setup, das aber genau so ausgelegt ist, um diese Fabrik hier zu bedienen. Und ich denke, da brauchen wir etwas mehr. Wir brauchen auch nochmals Ammoniak. Aber Ammoniak, dafür haben wir letztes Mal hier eine Fabrik hingestellt. Das heißt, die können wir eigentlich kopieren und dann haben wir schon den ersten Teil, den wir brauchen, erledigt. Und wie wir den zweiten dann hinbekommen, denke ich, das dürfte dann nicht mehr allzu schwer sein, weil dann müssen wir nur noch Ammoniak mit Mineralwasser kombinieren und dann bekommen wir Salpetersäure. Die Salpetersäureproduktion, die läuft soweit und ich habe hier einfach das gleiche Setup kopiert, rotiert und hier oben nochmal dran gesetzt für den Ammoniak. Dann habe ich mir etwas Mineralwasser geholt und die seltenen Metalle unten vom Band. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Produktionsanlage für die KI-Kerne. Und wie ihr seht, die Forschung geht auch etwas voran. Und da haben wir einen Flüssigkeitsinput und zwei normale Input. Das heißt, ich denke, den Input, den können wir auf eine Seite legen. Können wir nämlich hier hinten drum
den die Salpetersäure reingeben. Das Ganze bitte einmal updaten. Dann haben wir hier ein Band. Auf dem Band haben wir einmal das hier. Schaltkreise und wahrscheinlich müssen wir schauen, dass wir hier bis etwa in die Mitte rotes Band haben für Geschwindigkeit. Dann knicken wir das einmal rein. Und wenn wir hier jeden zweiten kurz knicken lassen, dann müssen wir auch keine Handstände machen mit dem Förderband, dass das dann sauber rauskommt. Gut. Dann brauchen wir Strom. Da hätte ich überall gerne noch Produktion drin. Dann hier hinten rum machen wir eine Reihe Beacons. Können wir kleine verwenden. Dann kopieren wir hier mal noch nach unten. So. Kiste. Dann Ausladung. Dann geht das hier mit aufs Band. Das heißt, alles, was wir jetzt noch anschließen müssen, ist Salpetersäure. Und dann sollte das Ganze laufen.
Ist das der Fall? Das ist der Fall. Gut. Wunderbar. Okay. Und dann haben wir ein weiteres Problem. Unsere Rakete startet nicht, weil kein Satellit produziert werden kann. Der Satellit kann nicht produziert werden, weil wir keine Solarpaneele produzieren. Und die werden nicht produziert, weil es an den gelben, den grünen Schaltkreisen fehlt. Und die werden, da kommt einfach zu wenig durch. Zwei gelbe Bänder, die nicht voll sind, sind zu wenig. Und wenn wir schauen, was hier das Problem ist, zu wenig Holz. Und wir sollten hier eigentlich zwei volle gelbe Bänder hinbekommen, was wir nicht tun. So. Und das heißt, es ist vielleicht an der Zeit, unser Holzsetup aufzustocken. Die Frage ist, Wasser haben wir hier drin genug? Aber ich denke, es macht durchaus Sinn, wenn wir für diesen Anschluss, für diese Gewächshäuser einen eigenen Wasseranschluss planen. Nicht, dass wir dann zu wenig Holz produzieren, weil zu wenig Wasser. So und so. Dann müsste jetzt alles angeschlossen sein. Hier unten fehlt uns noch ein Gewächshaus. Und das sollte unseren Holz Nicht-Konsum unser Holzangebot verdoppeln. Und wir sollten hier zwei volle Bänder bekommen. Und vielleicht müssen wir hier dann auf Rot umstellen. Denn wir brauchen zwar hauptsächlich Holz für die grünen Chipse,
aber von denen brauchen wir jede Menge. So, das bis hier hin auf Rot machen. So. Aber das sollte auch helfen. Und da fliegen die Roboter. Und wir können zum Abschluss von dieser Folge noch einen Blick da nach hinten werfen, wie es denn so aussieht mit den KI-Kernen. Wie die Produktion da läuft. Ich muss da auch sicher noch ein paar Produktivitätsmodule reinpacken. Und wir haben auch nicht wirklich viel blaue Prozessoreinheiten. Und das könnte, denke ich, auch daran liegen, dass wir zu wenig Holz haben. Denn für die blauen brauchen wir die roten und für die roten brauchen wir die grünen. So. Ja. Sieht gut aus. Das Band ist voll. Wir lagern hier ein. Das heißt, irgendwann demnächst können wir uns überlegen, für was wir die brauchen. Aber nicht mehr heute, vielleicht in der nächsten Folge. Also bis dann und tschüss!